Es ist neuer Monat, das bedeutet, es gibt wieder eine Meta-T-Liste. Wer hätte damit gerechnet? Und wir hatten natürlich jetzt eine neue Banlist. Die natürlich einiges verändert hat. Ja, wir haben ein Deck, was das beste Deck im Format ist. Und das ist einmal Tierschieße und das ist einmal ein Tier-Null-Deck. Ich habe mich lange davor gesträubt, das Tier 0 zu nennen. Jetzt haben wir aber die ganzen Ergebnisse von den ganzen letzten Turnieren. Es können ja Decks competen, die halt quasi dagegen gut funktionieren. Das Problem ist, dass Tier Ishizu alleine so ein großes Problem ist, weil kein Deck nur annähernd in die Richtung kommt. Es sei denn, ihr spielt eine Strategie, die das komplett countert. Ansonsten habt ihr echt ein Problem. Das Mirror Match ist ganz cool, weil in der Regel der bessere Spieler gewinnt. Weil ihr kriegt sehr gute Mills, der Gegner kriegt gute Mills, ihr könnt auch mega Pech haben. Aber in der Regel wird im Mirror Match der bessere Spieler gewinnen, der das Matchup besser kann. Und die Banlist hat uns natürlich ein paar Sachen zurückgegeben. Es gibt hier jetzt die drei neuen Musketiere. Die Musketiere sind einmal Dimensionshifter, Dimensionfischer und einmal Makrokosmos. Am meisten profitiert davon Flew on the Reese. Dieses Deck kann alle drei Karten theoretisch im Main Deck spielen. Die werden wahrscheinlich nur die Fischer im Main Deck spielen und Makrokosmos Seiden, denke ich mal. Aber die können alle Sachen davon im Main Deck theoretisch spielen. Und das macht das zum größten T1-Threat gegen Tierschieße. Deshalb ist es das beste T1-Deck, was ihr picken könnt, wenn ihr nicht Tier spielen wollt. Aber für alle, die jetzt keinen Bock haben, sagen, ja, ich möchte halt nicht Tierschieße spielen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, dann spielt doch einfach Tierlements ohne Ishizu. Ich weiß zwar nicht, warum man das machen sollte, aber es ist definitiv eins der besten Decks. Deutlich hinter Tier Ishizu und natürlich auch hinter Flanderies, weil das Deck das alleine schon aufnehmen kann. Aber in Relation zum Rest ist das halt ein ziemlich gutes Deck. Ihr könnt das ähnlich wie bei Tier Ishizu logischerweise mit den Sprite-Karten spielen, was an sich ziemlich gut ist. Ihr könnt es meinetwegen mit Despia spielen. Ihr habt da viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Deck wirklich sehr, sehr gut zu machen. Und das ist definitiv auch eins der besten Decks im Format. Eins, was ich lange Zeit nicht akzeptieren wollte, aber mittlerweile muss ich einfach sagen, Thunder Dragon mit den Mystic-Karten ist ein gutes Deck. Führt nicht dran vorbei, das ist ein gutes Deck, es funktioniert. Es hat den Benefit, wenn die gebanished werden, dass sie zusätzliche Effekte bekommen. Und die Thunder Dragon Engine in dem Deck ist ja relativ klein. Das heißt, ihr spielt mehr so ein Chaos-Turbo-Deck mit ein paar Thunder Dragon-Karten drin. Ihr geht normalerweise gar nicht auf die Fusion, weil ihr den Deck gar nicht spielt. Aber die Karten geben euch genug Value, dass ihr quasi relativ easy den Gegner auszahlen könnt, was die anderen Decks nicht unbedingt so einfach machen können. Das heißt, ihr pusht relativ gut durch Boards durch, um dann den Gegner umzubringen. Mein Pick für das Format wäre tatsächlich aber Sprite. Denn Sprite alleine hatte die Möglichkeit in der Engine schon Sachen zu outen, und wenn die natürlich neuen Engine reinpackt, wie die Bissier-Karten, wie ein paar Handtraps, wie, weiß nicht, Tactics oder sowas, könnt ihr ein sehr gutes Deck bauen, was gegen sehr viele Decks sehr gut funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass Sprite das beste Deck ist, was nicht Tierschieße ist, im Vergleich zum Rest. Allerdings ist Tierschieße so übermächtig, dass wir halt Sprite Pool spielen müssen mit diesen ganzen neuen Engine-Karten. Ansonsten hätten wir ein anderes Deck ganz oben, nämlich das Sprite Runic Deck. Das ist definitiv besser als das pure Sprite Deck. Aber ihr könnt es einfach nicht spielen, weil die Karten, die zurückschaffeln, euch komplett hops nehmen. Da, ihr habt einfach keine Chance mit den ganzen Runisch-Karten, weil die euch einfach so komplett hops nehmen können. Und der extra Value durch die Runisch-Karten, die Karten zu ziehen, ist halt wirklich viel wert im Deck. Und das kommt halt dann nicht. Aber deshalb Sprite auf jeden Fall eines der besten Decks, definitiv ein T1 Deck. Noch ein anderes T1 Deck ist einmal Naturia. Wer hätte das erwartet? Ja. Und Naturia ist so ein ganz komischer Haufen. Ihr habt in dem Deck die Naturia-Karten, obviously. Ihr habt in dem Deck aber auch ein paar Runisch-Karten drin, denn die in der Engine funktionieren echt ganz gut. Ihr spielt die Shizu-Karten und ihr spielt die Venusurf-Karten. Die Venusurf-Karten geben euch extra Buddies auf dem Feld, geben euch die Konstanz wirklich auch zu spielen, geben euch die Möglichkeit, Sachen auch zu discarden über die Fallenkarte von dem Themendeck, also die Gravekeeper-Strip, die was discarden kann. Denn darüber könnt ihr einmal den Baum discarden, der euch dann extra Value gibt, weil der Effekt von dem Baum, wenn er mitgelegt wird, ist nicht Once per Turn. Ich weiß nicht, warum das nicht so ist, aber ist er halt nicht. Das heißt, ihr kriegt die Spell, ihr kriegt die Monster, und auch die Spell zum Beschwören ist nicht Once per Turn, ist also eine ziemlich gute Karte. Und
die kleinen Monster sind echt gut. Was wenn die gehen, um ein paar andere dran zu machen? Also echt ein gutes, gutes Deck. Kommen wir jetzt zum Tier 2. Jetzt wird's spannend. Da haben wir einmal Despia. Mit den ganzen Bissi-Karten, mit den ganzen Engine-Karten, die spielen können, ob es jetzt ein Wind ist oder irgendein anderes. Das Deck ist immer noch ziemlich gut. Denn es könnte theoretisch auch Shifter spielen, denn ihr braucht das in der Regel nicht. Es gibt ein paar Friedensinteraktionen, die ihr theoretisch mit den Bissi-Karten braucht, um mal spielen zu können. Ihr könntet aber theoretisch halt im Side-Deck halt einen Shifter spielen und dann halt Bissi-Karten rausnehmen und dann halt Shifter spielen. Ist an sich alles möglich und das Deck ist immer noch sehr scary, weil das auch relativ einfach OTK'en kann. Das darf man nicht vergessen, das Deck kann ganz viel Damage aus der Welt kriegen. Und wir halten fest natürlich, Brain Fusion ist eine sehr gute Karte. Hands down, einer der besten Karten im Game wahrscheinlich sogar aktuell. Nächstes Deck ist einmal Dragon Link, logischerweise auch mit den Bissi-Karten. Ich habe das Gefühl, dass das First Turn Board von dem Deck ziemlich gut ist, denn das zu brechen ist gar nicht so einfach mit dem Seal des Savage liegen habt, eine Apollosa, wenn ihr noch richtig gut gezogen habt, mit Beast auf dem Feld. Das ist ein sehr, sehr gutes Endboard. Ich sehe nur die Schwäche extrem darin, wenn das halt Second geben muss, weil das schon bricken kann und durch ein Board durchzuspielen, was jetzt vielleicht Tier Shizu ist, wenn die halt einen Dweller hingelegt haben oder ein paar andere Sachen, glaube ich, dass ihr echt Probleme kriegen werdet, da wirklich komplett durchzuspielen. Aber es ist trotzdem ein gutes Deck, was ihr auf dem Schirm haben solltet, dass das Format auf jeden Fall auftaucht. Nächstes Deck ist einmal Exorcister. Und ich habe das schon mal gesagt, Exorcister an sich ist kein gutes Deck. Aber es macht halt nichts mit dem Friedhof. Also mit eurem. Das bedeutet, ihr könnt Shifter, ihr könnt Defusion, ihr könnt meinetwegen auch Makrokosmos im Manic spielen. Ähnlich wie sie Birds machen, nur dass halt Exorcister halt ein schlechteres Deck ist. Deswegen ist es auch nur im Tier 2. Aber es countert logischerweise schon die Strategien von den meisten anderen Decks, deswegen ist das vielleicht jetzt hier im Tier 2 gar nicht so schlecht aufgehoben, obwohl das Deck selber halt gar nicht so gut ist. Das nächste Deck ist einmal das Plant-Deck, also das Rika Sun Avalon Deck. Das stirbt zwar an Shifter, was viele Decks mittlerweile spielen werden, aber es ist immer noch ein sehr guter Pick gegen andere Decks, weil es immer noch ein extrem gutes Board aufbauen kann. Es kann extrem gut durch Boards durchspielen. Aber es kann sich auch bricken und es ist sehr anfällig für dieses eine Normal-Monster. Das heißt, wenn das irgendwie nicht resolved, ist das schwierig. Und gegen Tier Shizu speziell ist das wirklich nicht so gut. Gegen alle anderen Decks, ziemlich gutes Deck. Gegen Tier Shizu, schwierig. Das nächste Deck ist einmal Pendel. Und ja, hier ist der Endymion drauf, aber ich gehe jetzt immer von dem besten Pendel-Deck aus. Das ist aktuell halt Draco Slayer. Das ist halt ein gutes Deck. Ihr könnt ein unglaublich gutes First Award hinlegen. Wirklich. Oh mein Gott, da spielst du nicht durch. Wenn das Uninterrupted durchgeht, habt ihr echt keine Möglichkeit, das zu outen. Allerdings ist das relativ anfällig für Handtraps. Nicht komplett, aber anfällig für Handtraps. Und das Second Gehen mit dem Deck ist nicht so einfach, weil ihr braucht halt die Scales. Ihr müsst was machen, ihr müsst ein Setup haben, bevor ihr wirklich halt gut spielen könnt. Und wenn ihr Gegner das irgendwie aufhalten kann, bevor das halt passiert, dann habt ihr mit dem Deck halt Go Second gar keine Chance. Deswegen, gutes Deck. Solider Pick auch, weil es halt wirklich nicht an die Sachen stirbt, die halt Sachen im Friedhof gehen. Das machen die halt einfach nicht. Die Bisses kommen gegen das Deck gar nicht auf, weil die halt gar nichts in den Friedhof legen. Aber Go Second, echte Probleme. Das letzte Deck in Tier 2 ist einmal Lurulus Bird Up. Lurulus Bird Up. Also Bird Up. Also Lurulus mit ein paar anderen Karten. Es hat halt den Vorteil, dass es nicht wirklich über den Friedhof spielt. Es sind Windmonster. In der Regel. Die ihr auch spezial beschwören könnt, wenn da jetzt halt eine Statue liegt, was an sich auch ziemlich gut ist. Und es gibt jetzt wieder mit der Karte Ptomeus einen FTK, der nicht super konstant ist, aber dadurch, dass die meisten nicht wirklich für die Handtrap spielen, resolven kann. So viel kann ich euch verraten, der ist nicht super konstant, aber der ist gar nicht so schlecht. Und selbst wenn es den FTK nicht spielt, könnt ihr einfach ein paar Exec-Plätze swappen, habt ihr halt wieder mehr Varietät in der Engine drin. Und hab wirklich ein gutes Deck. Kommen wir jetzt zu Tier 3 und Tier 3 mache ich ein bisschen schneller. Wir haben einmal Altergeist. Die haben zwar theoretisch mystische Mine verloren, die ja spielen konnten. Die haben aber 3 Metaversum zurückbekommen. Und es gibt eine Karte, die heißt Secret Village of the Spellcaster. Die ganzen Altergeist-Monster sind alle Spellcaster. Das heißt, wenn ihr die setupt, kann euer Gegner keine Spells spielen. Das mag jetzt gegen Tier Shizu nicht so krass sein, weil die nicht wirklich viele Spells haben. Aber gegen jedes andere Deck ist das nicht schlecht. Dann haben wir einmal Eldritch, den Golden Lord. Mit dem Eldritch-Deck-Thema ist immer noch ein gutes Stun-Deck. Gehört meinetwegen in Tier 3 rein, weil es immer noch wirklich gut Flatkit spielen kann.
Es könnte sogar selber die Fischer spielen. Klar, der Golden Lord zu banishen ist ja nicht ganz so geil, aber wenn es den Gegner halt mehr umbringt, als es euch umbringt, ist das vielleicht eine Option, darüber nachzudenken, wenn ihr schon Lord im Friedhof habt, die Karte vielleicht doch zu aktivieren. Und ihr könnt sie theoretisch ja sogar selber orten in Engine, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Dann haben wir einmal Runic Sprite. In Relation zum Format ist das eigentlich das beste Deck, was nicht Tier Shiso ist. Dadurch, dass Tier Shiso das Deck aber hart countert, ist nun Tier 3 Deck. Ich würde niemandem empfehlen, das aktuell zu spielen, denn gegen jedes Deck habt ihr echt ein gutes Matchup, aber gegen das Deck, was aktuell die meisten Leute spielen, habt ihr halt so ein räudiges Matchup, dass sich es einfach gar nicht lohnt, die Karte überhaupt, das Deck überhaupt anzufassen. Aber man muss trotzdem sagen, wenn ihr halt nicht gegen Tier spielt, ist das halt ein unglaublich gutes Deck. Haben wir noch einmal Kashtira und Madolche, die packe ich mal zusammen. Einfach aus dem Grund heraus, weil die in T3 sind, weil die eigentlich dasselbe accomplishen können. Die können auch die drei Musketiere spielen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und in Kashtira hilft das sogar, in Madolche behindert das einfach nicht. Das heißt, in beiden Varianten ist das einfach dafür da, um die Gegner zu behindern, dass die nicht spielen können und ihr spielen könnt. Und in Kashtira habt ihr die Möglichkeit, sogar noch ein paar Sachen extra als Benefit zu haben, wenn Sachen gebanished werden und ihr vom Banish-Spiel zurückholen könnt, was also ziemlich gut ist. Und immer Deutsche könnt ihr relativ einfach OTK'en. Ihr könnt ein Board hinlegen, was halt okay ist, wo ihr den nicht verliert, wenn ihr halt einen Shifter habt und danach OTK'en könnt in der nächsten Runde. Es ist also kein schlechtes Deck. Ich glaube nicht, dass es besser als ein T3-Deck ist. Ich habe aber gesehen, dass einige das sogar ein bisschen höher gerankt haben, was ich nicht ganz verstehen kann, weil ich das Deck nicht so gut finde. Aber schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr das anders seht, ob ihr denkt, oh krass, mal Deutsche, oh, krasses Deck, beste Deck im Format. Schreibt es in die Kommentare, ich lese mir durch, vielleicht ändere ich ja meine Meinung, kann ja sein. Und dann haben wir noch einmal diese beiden tollen Decks hier. Ja, Marincis ist natürlich gegen Shifter auch schwierig, aber gegen jedes andere Deck ist es halt ganz okay, weil ich bin Wassermonster, als die Büsse-Karten machen da nicht so viel. Das Endboard ist ganz okay, denn ihr habt halt ein Monster mit 4000 ATK, was halt unberührte Karten erwecken ist, solange nicht viel Spell da liegt. Und die meisten spielen jetzt nicht mehr so viel Spelltrap Removal, weil Mystische Mine halt nicht mehr Format ist, deswegen ist das, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Ja, und Swordsfall Tendi ist halt ein solides Deck. Ihr könnt es picken, es ist gegen viele Decks im Matchup ziemlich gut. Es kann relativ einfach OTK'en, was wir nicht vergessen dürfen. Und es ist im Matchup her auch gar nicht so kacke gegen Tier Shisu. Es ist zwar nicht ganz so geil, aber es ist nicht so kacke, deswegen. Wenn ihr es irgendwie schafft, die Rückholz zu outen, bevor ihr eure ersten Monster beschwören möchtet, sehr solides Deck. Dann haben wir noch einmal bei viel Potenzial, einmal das. Ups, nein, nein, nicht gut mit. Dark World. Ich weiß halt nicht, wie gut das im Format ist, mit einem Deck wie Tier Shisu, wo halt jede Karten von der Hand triggern können. Ich glaube aber, dass das Deck ziemlich überraschen kann. Deswegen packe ich es mal in viel Potenzial rein, weil es, glaube ich, eine Deckliste geben muss, die wirklich gut funktioniert, damit das Deck wirklich halt herausstechen kann. Wahrscheinlich werden wir es aber eher als Engine in anderen Decks sehen oder halt das Fusion Monster in anderen Decks sehen. Zum Beispiel in Tier Shisu. Könnte ich mir vorstellen. Deshalb gehört erstmal jetzt hier ein Potenzial rein. Wir wissen nicht, was passiert. Wir werden sehen, was kommt. Wir haben jetzt die German Open in Frankfurt, jetzt Mitte Dezember. Vielleicht kommt da ja was Spannendes bei raus mit dem Deck. Ganz kurz zu den Decks, die jetzt aktuell nicht competitive sind. Ich habe die jetzt sehr extrem gekürzt. Ich habe nur 5 Decks für euch. Das sind einmal Heroes, Mathmech, Salah, Striker und einmal Stundeck. Für das Stundeck könnte man das Argument machen, dass die ja auch all diese ganzen Hasskarten spielen können, also die drei Musketiere logischerweise. Ich glaube aber, dass das Deck trotzdem nicht genug Impact hat, um wirklich halt mitzuspielen. Denn T-Shizu macht halt so viel und so viel kannst du gar nicht aufhalten. Und die haben natürlich jetzt die Mystische Mine verloren, auch wenn es jetzt hier noch ein Bild drin ist. Und das war halt der größte Benefit von den Stundecks, dass sie halt Mystische Mine spielen konnten und dass es sie gejuckt hat. Ich glaube nicht, dass das Deck wirklich hard viable ist. Striker stirbt an den ganzen Bissekarten, das tut zwar weh, aber so ist es halt leider. Salah, Mathmech sterben zwar nicht unbedingt an den Bissekarten, Mathmech schon ein bisschen eher als Salah, aber es stirbt halt an den ganzen Ishizu-Karten. Die mischen aber dann 6 zurück, da machst du nichts. Bei Heroes ist es so, Darkclaw ist eine gute Karte, aber das war's auch. Wenn ihr es nicht schafft, einen Darkclaw aufs Feld zu klatschen, dann macht das Deck halt nichts. Ihr werdet auseinandergenommen von allen Decks, die oben drüber sind. Also, wenn ihr Hero spielen wollt, spielt es meinetwegen. Ich würde es vielleicht nur nicht mit auf eine YCS oder sowas nehmen. Meinetwegen spielt es auf eine Regio, spielt es auf euren Locals. Es ist ja kein schlechtes Deck. Es ist nur im Format halt nicht so gut. Falls euch mein Content gefällt, lasst mir doch gerne mal ein Like da für dieses Video, damit ich weiß, ihr habt da Bock drauf. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und rein. Ciao, Leute.